herzlich willkommen auf der Niedersachsen-Map als Standalone. Und die wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen. Also eine Standalone-Map auf alle Fälle. Und ihr könnt hier schon einige Städte sehen, so wie Hildesheim, Bavenstedt, dann hier die A7 hoch nach Latzen, Anderten, Ricklingen und Linden. Und hier sind wirklich sehr viele Firmen schon eingebaut worden. Das sieht sehr, sehr, sehr schick aus. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Ja, wir werden uns die Map jetzt mal ein bisschen anschauen. Was ihr benötigt, sind auf alle Fälle drei DLCs, damit ihr diese Map überhaupt zum Laufen bekommt. Das ist einmal das Nord-DLC, dann das Ost-DLC und dann das Frankreich-DLC. Also in dem Fall Skandinavien, dann das Ost, also das war glaube ich das erste, ne? Das Ost-DLC hier, die Osterweiterung und dann Frankreich-DLC. Diese drei braucht ihr. Und dann müsst ihr natürlich ein neues Spiel anfangen, weil sonst funktioniert der ganze Spaß nicht. Ladereihenfolge ist beschrieben, da ist extra eine Word-Datei dabei. Macht die auf, schaut sie euch an, da ist genau die Reihenfolge hinterlegt, wie ihr das in eurem Mod-Manager aktivieren müsst, damit das auch richtig läuft. Dazu gibt es noch diese Heavy Overwrite Gedöns DLC SCS-Datei. Die könnt ihr mit reinpacken, vorausgesetzt ihr habt dieses Heavy DLC, also dieses Schwerlast DLC, dann könnt ihr dann auch Schwerlast fahren, wenn ihr wollt. Ne? Aber ihr braucht halt dieses DLC, sonst bringt dieses Ding halt natürlich nicht mehr. So, Niedersachsen. So, wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo auf der Autobahn. Hier ist natürlich auch Tuhu Wabuhu. Und ja, es sieht ganz witzig aus, aber ich glaube, das kann man alles gar nicht abfahren. Das ist nämlich, der Maßstab ist 1 zu 3. Ist relativ groß. Wenn ich mir auf der Karte normal schaue, denke ich mir, ah, ja, okay. Es ist wirklich viel. Man bekommt so auf der Karte, wenn man startet, denke ich mir, ach du Freude, ist das klein. Aber das mal im Maßstab zu sehen, ist dann doch nicht so ohne. Ne? Ich habe hier und da schon ein paar Sachen gefunden, die mir sehr gut gefallen haben. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das alles ein bisschen mit der Flycam an. Ganz gemütlich, ganz bedacht. Und dann zeige ich euch hier das ein oder andere Mal. Jetzt bremsen wir mal mit dem Volvo. Wir machen hier mal Pause, ist überhaupt kein Problem. Mit auf der Autobahn kann man ja mal die Ruhezeit anhalten, machen ja die meisten Trucker von uns, ne? Ihr wisst ja, wie das ist mit dem Parkplatzmangel. Da muss man schon mal sich da auf die Autobahn stellen. So, wir fahren jetzt hier mal rein. Diese Verkehrszeichen sind hier sehr gut. Die gefallen mir alle sehr gut. Sind übrigens alle ein bisschen so personalisiert, haben sie irgendwie reingeschrieben, ne? Also das haben sie echt gut gemacht hier. Das gefällt auch hier, der Kreisverkehr sehr schön gemacht. Hier nach Hildesheim. Sieht alles sehr schön aus. Oh, hier haben wir noch einen kleinen Fehler. Hier wachsen Bäume in der Luft. Kann passieren. Muss vielleicht noch gefixt werden. Aber wäre jetzt gar nicht so aufgefallen, ne, wenn man so vorbeischwebt. Oder vorbeifährt. Naja, macht nichts. So, jetzt sind wir hier in Anderten. Im Landkreis Hannover. Wir fahren hier einfach noch. Ich mache es mal in Kombination mit Flycam und Fahrerei. Hier ist Baustelle. Hier wird gebaut, gepflastert. Finde ich auch ganz schön hier. Ups. Ups. Da gucken wir uns jetzt hier mal Anderten an. Was so mit dabei ist. Fahren wir mal. Jetzt müssen wir hier rechts fahren, ne? Weil ihr seht auf der Karte, wenn ich es mal groß mache, ihr müsst hier dann ein bisschen auf die Karte schauen. Hier gibt es keine Abgrenzungen oder so, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Also immer schön aufs Navi achten. Ansonsten fahrt ihr irgendwo ins Nirgendwo und dann ist die Karte halt dann auch vorbei. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, denn ich mag das eh immer nicht so mit den ganzen Absperrungen. Die machen es ein bisschen unrealistisch. Deshalb habe ich ja auch mein Navi im LKW, um da zu gucken, ob ich auf der richtigen Spur bin. Ne? Deshalb finde ich das ganz gut, dass es weggelassen worden ist. Aber es ist halt natürlich wieder Ansichtssache. Hier geht es aber hoch hier. Vor der Nacht. So, fahren wir hier mal rein. Wo machen wir hier ein großes Tor? Das weiß ich nicht. Aber egal.
Hinten haben wir dann eine große Werkstatt, so wie es aussieht. Zumindest hier ein Werkstattzeichen da. Hier kann man einmal im Kreis fahren hier hinten. Genau. Und hier ist eine Werkstatt. Und hier sind wir dann auch wieder raus aus Undertown. Ist jetzt nicht allzu groß, aber sieht ja schick aus, ne? So, wir fliegen weiter. Also das hier kann man, hier sind vielleicht noch ein paar kleine Fehler drin hier. Aber okay, die kann man verzeihen, um Gottes Willen. Da will ich mal nicht so sein. Da nehme ich mich auch mal etwas zurück. Nein, Spaß beiseite. Ich finde es klasse, wenn sich die Leute hinsetzen und hier eine Map zusammenbauen. Denn das ist mal nicht ganz ohne, hier sowas zu bauen. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und deshalb großes Danke natürlich an die Leute, die sich hier hinsetzen und das alles bauen und pflastern. Nicht schlecht. Finde ich klasse. Und das natürlich alles for free für die Leute, ne? Was mit dem Auto passiert, das weiß ich noch nicht so genau. Aber hier ist so Baustelle, alles ein bisschen Engpass und so. Das ist typisch. Das ist typisch deutsche Baustelle. Einer arbeitet und zwei gucken zu. Ne, andersrum. Einer arbeitet und vier stehen daneben und gucken zu. Das ist typisch deutsche Baustelle. Müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Das ist meistens so, ne? Zumindest fällt mir das immer auf. So, hier ist Zugverkehr. Hier war mal Zugverkehr, weil das ist Baustelle und hier ist Baustelle. Aber egal. Sehr viele Parkschilder. Witzig. Aber reinfahren kann man den nicht, nur so Standmodelle hier. Hier nochmal vielleicht, gibt es auch mal Werbung in eigener Sache, natürlich für den Autor, der diese Map gebaut hat. http://niedersachsenmap.de.tl. Guckt mal vorbei. Könnt ihr vielleicht mal, weiß ich nicht, irgendwas reinschreiben oder wie auch immer. Weiß nicht, was man so machen kann. Auch hier mit Polizei wieder. Und hier drüben ist dann Garage. Sehr schön, gefällt, macht Spaß. Wo sind wir? Ach ja, wir fliegen wieder zurück Richtung Bundesstraße 45. Hier geht es dann weiter. Die müssten aber normalerweise auch gelb sein, diese Schilder hier, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben ja hier schon gesagt, nur einige Fehler. Hier ist 100er Schild. Ist, steht hier verkehrt. Oder es war beabsichtigt, das weiß ich nicht. Also hier könnte man runterfahren, aber macht es nicht, denn wie ihr auf meiner Karte seht, kann man hier nicht runterfahren. Da fahrt ihr dann ins Nirgendwo, da kippt ihr dann irgendwo runter, ist dann schlecht. Also bitte nochmal aufs Navi achten hier. Das ist wieder Autobahnschild hier. Alles ein bisschen Autobahnschild hier, ne? Ob es Bundesstraße ist oder Schnellstraße, müsste nochmal gelb sein, aber ja, ich will nicht meckern. Nein, tue ich nicht. Es ist nur ein Hinweis. Einen Hinweis darf man geben. So, hier unten auch Baustelle, finde ich ganz schön. Wollen wir mal gucken, von wo kommt man. So, Baustellen anschauen ist immer cool. Also man kommt hier rein. Das heißt, mir ja über so Baustellen gedöns. Fahre ich da lang. Hier. Hier ist aber noch ein Unfall, weil irgendein Horst gegen irgendwas gefahren ist. Hier kommt man also nicht weiter. Dann muss man hier fahren. Hier, hier, hier. Und dann ist da hinten eigentlich schon Baustelle hoch 10. Aber gut gemacht, sieht cool aus. Und ich glaube, ich bin die Strecke schon mal gefahren, denn wenn man dann hier... Irgendwo kann man hier runterfahren. Wo war denn das? Ja, genau hier. Wenn man von der Seite kommt, ich habe das mal gezeigt, das ist lang, 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 lang ist her. Ich habe die Map schon mal vorgestellt, ist aber schon gefühlte 20 Jahre her. Den Abschnitt finde ich nämlich ganz cool. Ich fahre jetzt hier praktisch rein zu dieser Ausfahrt hier und dann steht hier zwar Sackgasse da, aber finde ich ganz witzig. Wir haben nämlich hinten natürlich auch Akro, ich bin voll Akro-Nord. Gut, hier kann man nicht reinfallen, also hier gibt es nichts, aber es ist ja ein bisschen was, ja, anspruchsvoll ist vielleicht übertrieben, aber ja, sieht ganz gut aus hier. So, hätte ich auch mein Lenkrad anschließen können hier, ne? Egal. So, dann geht es hier um die Kurve. Hier ein paar Wohnhäuser vorbei. Dann geht es hier lang. Dann habt ihr hinten nämlich irgendwo eine Garage. Nee, nicht Garage, Werkstatt, Entschuldigung.
Genau, diese hinten. Versteckt. Genau, da kann man das Symbol sehen, da kann man reinfahren und kann man sich seinen LKW reparieren lassen. Clou an der Sache ist hier, ihr könnt natürlich vorwärts hier reinfahren, logisch. Aber mit Wenden wird es ein bisschen schwierig. Was ist denn hier los? Ja, liebe Leute, was ist denn hier los? Alter Verwalter, da kriege ich Hunger. Gut, kommen wir zurück zur, zum Thema. Also hier könnt ihr dann, wenn ihr nicht wenden könnt, müsst ihr rückwärts wieder rausschieben, rückwärts und dann hier wieder zurück. Ansonsten geht es hier noch ein Stück weiter, hier um die Kurve. Und hier ist es dann vorbei, dann kommt ihr hier auch zu Battisee. Aber ist witzig, hier sind... Na, wo ist dann unser Ladesymbol? Weil hier haben wir Trailer, aber ich sehe kein Ladesymbol. Haben wir ein Ladesymbol? Oder vielleicht habe ich das Ladesymbol auch erst dann, wenn ich den Trailer weggeschafft habe. Egal. Hier haben wir auf alle Fälle Ladesymbol, Trailer. Gut, dann zurück auf die Bundesstraße Richtung, was weiß ich was, Buxtehude hier. Alle schön Tunnellandschaften und so. Sieht alles sehr gepflegt aus. Wir sind übrigens jetzt im Norden hier von der Map, ne? Ja, auch schön mit Beschilderung. Dann, na, ich muss dann jetzt hier so mal. Kann man schon runterfahren. Oben geht die Bundesstraße weiter. Hier ein paar Parkplätze. Und dann geht es hier auch schon. Hundertfache Baustellschilder. Dann habt ihr hinten Regionallogistik und dann das andere hier noch. Ne? Habe ich schon gesagt, diese Symbole kommen natürlich erst. Klar sind hier keine Symbole, weil ich bin ja hier nicht selbstständig auf der Karte. Deshalb habe ich auch keine Symbole, logisch. Macht Sinn. So, ansonsten hier noch Tankstelle. Könnt ihr noch tanken fahren, wenn gewollt, gewünscht oder wenn ihr müsst, wie auch immer. Und dann geht es hier oben auch schon wieder weiter. Was kommt hier hinten noch? Hier kommt auch noch ein Parkplatz oder irgendwas. Hier steht CP für Parken. Also hier würde ich mein Auto nicht abstellen wollen. Wer weiß, welche Maulwürfe. Guckt euch mal die Hügel an hier, ey. Da klauen euch die Maulwürfe hier die Reifen am Schluss. Alter Verwalter. So, dann geht's weiter. Nach Ricklingen. Auch hier mit schönem Kreisel. Sehr schön groß, kann man schön sehen. Ist ja toll. Und wir fliegen jetzt mal hier weiter. So, was haben wir hier? Hier kannst du Grabsteine kaufen. Ist auch schon mal was. So, aha. Gut, wir müssen auf alle Fälle rechts fahren, weil links geht's nicht. Hier das gleiche Spiel. Da lang. Was macht ihr hier? Alter, macht nicht so laut hier, weil. Ich Party hier, Gartenparty. Voll die Gartenparty. Dann hier der Discounter. Hier könnt ihr auch noch. Hier gibt es noch Schlafmöglichkeiten irgendwo. Ist hier eine Schlafmöglichkeit? Nee. Ach, das ist hier wahrscheinlich. Diese Fläche hier ist zum. Schlafen gedacht und hier auch irgendwo. Na klar, hier ist Hotel, logisch. Ihr könnt auch einmal im Kreis fahren, das finde ich ganz witzig. Da kommt er hier hinter dann später zu Konstnor. Voll die Gartenparty hier. Ey. Dann hier Bushaltestellen. Hotel. Siedlungsstraßen. Alles sehr schick gemacht hier. Hier wieder rein, Busparkplatz, gut, interessiert uns jetzt eher weniger. Oh, das ist mal eine schöne Baustelle. Wenn du hier runterrammelst, kommt kein Postbote mehr. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dann geht's hier weiter. Ist auch mal ganz schön. Ein paar Pferde mitten in der Stadt. Hier habt ihr Garage. Also hier gibt es ein bisschen was zu sehen. Ne? Also es ist nicht schlecht gemacht hier. Hier waren wir gerade, dann fliegen wir jetzt hier wieder zurück. Sie haben auch geschrieben, die Straßenboden wurden so realistisch wie möglich gebaut, nachgebaut. Finde ich gar nicht so schlecht. Ob es jetzt hier wirklich so aussieht, kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich bin nicht aus Niedersachsen. Aber der eine oder andere, der sich das anschauen wird, der wird wahrscheinlich sagen, klar, kenne ich. Da wohne ich. Und das ist auch genau der Baum, wo meine Katze immer pickelt. Genau da ist er. Keine Ahnung. Kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber, ja. Was ich hier so ganz schön finde, sind diese kleinen Straßen. Die sind immer ganz hübsch.
hier zum Discounter oder einfach so die Siedlungsstraßen. Die sind immer ganz schön. Die machen immer ein bisschen Laune zu fahren. Das sieht alles sehr, sehr, sehr gut aus. Wenn man einfach mal in die Siedlung reinkommt, auch beim LKW einfach mal so. Ich fahre jetzt mal nach Hause zum Mittagessen oder so. Einfach spielerisch, ne? Logisch. Aber sehr verwinkelt hier. Das ist sehr, sehr toll gemacht. Das ist cool. Hier draußen wieder Industrie mit ITCC und Carrefour. Drüben noch eine Tankstelle. Und das zieht sich dann hier komplett durch. Ne? Hier geht es dann aber weiter. Hier nicht, das Sackgasse. Hier kann man aber noch lang fahren. Auch eine sehr schmale Straße. Und da kommt man hinten wieder raus. Renault-Händler da vorne. Der Hafen. Und dann hier ganz klar hier unser Portal, Dingsbums Portal, sage ich schon, unser Hafen hier, ne? Dann geht es hier weiter, dann sind wir schon in Linden. Das zieht sich hier aber, also ihr seht, es ist gar nicht so klein, wie man erst denkt. Kleine Map, nein, es ist wirklich enorm viel zu sehen. Sieht wirklich echt cool aus hier. Das gefällt doch. Schicke Geschichte. Also wie schon gesagt, Map ist 1 zu 3. Standalone. Und da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viel zu sehen. Also wirklich sehr, sehr viel. Ich kann die ganzen kleinen Straßen gar nicht alle abfahren. Da sitze ich wahrscheinlich morgen noch da. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, ladet euch die Map mal runter. Fangt einfach mal neue Spiele an. Just for fun. Ihr fangt an mit 40.000 Ocken. So viel habt ihr zum Start. Fahrt euch ein bisschen Kohlen rein. Baut euch vielleicht hier ein bisschen was auf. Macht einen neuen Spielstand. Und einfach just for fun mal hier und da mal wieder Niedersachsen-Map zocken. Ist auf alle Fälle sehend und lohnenswert. Ne? Hier und da ein paar kleine Fehler, aber egal. Das kann man. Ne? Da kann man drüber hinwegfliegen. Sehen. Entschuldigung. So, ich war jetzt hier oben in Linden. Wo war das hier oben? Bin ich irgendwo mit der Flycam? Ecke, wie steht hier unten irgendwo? Also, ihr seht, es ist schon ein bisschen was zum Anschauen. Und ja, so klein ist es nicht, 1 zu 3. Deshalb kann ich es nur empfehlen. Habt ihr noch Fragen dazu? Dann dürft ihr es gerne machen. Ansonsten lasst einen Däumling da, Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dieser Niedersachsen-Map in der Version. Ich habe keine Ahnung. In diesem Sinne, wie immer, also gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.